Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, elektrisches Feld. Dieses Mal wollen wir darüber sprechen, wie man elektrisches Feld am günstigsten oder sagen wir üblicherweise darstellt. Und was die übliche Darstellung ist, ist sie natürlich gar nicht so unnötig. Schauen wir uns das an. Also die Darstellung von elektrischen Feldern. Fangen wir mit einer Punktladung an, ja, dass ich die ganzen Begrifflichkeiten erkläre. Sagen wir, wir haben da irgendwo eine Ladung, das ist die Ladung Q, ja, da haben wir die Ladung Q und die ist positiv. Und wie stellen wir jetzt das elektrische Feld dar? Nun, wir können Feldlinien zeichnen. Wir haben gesagt, die Feldlinien, wir können uns vorstellen, diese Ladung schießt nach allen Richtungen ihr elektrisches Feld weg, ja, und das ist gleichmäßig, sollte hier, was mir nicht gelungen ist in dieser Skizze, gleichmäßig nach allen Seiten stattfinden. Ja. Und da zeichnen wir nur so Pfeilchen ein, das geht nämlich weg, das elektrische Feld von einer Ladung. Ja. Na, schaut da schon gut aus. Ja. Kann man sich schon vorstellen, wie das elektrische Feld da aussieht, dass das so strahlt praktisch. Ja? Und wenn wir das so zusammenbringen, dass in jeder dieser Kammern, die da entstehen, man muss sich ja vorstellen, das ist ja praktisch nicht nur, jetzt sind wir es zweidimensional, aber das ist ja dreidimensional, das zeigt dann nach vorne an und das ist praktisch wie so ein Sternen, ein Morgenstern oder ich weiß nicht, eine Keule mit Nägeln drin. So, ja, also so ein Segel. Teil, nach allen Seiten geht dann die Feldlinien so weg. Und wenn man schafft, dass in diesen Segmenten da drinnen immer der gleiche Fluss, ja, weil das in Summe haben wir gesagt, ist der Fluss auf der gesamten Hüllfläche, ist der Fluss gleich der eingeschlossenen Ladung, Satz vom elektrischen Hüllfluss. Gell? Und in jeder dieser Kegelteile, da, die da entstehen, ja, wenn da der gleiche Flussanteil ist, dann nennen wir das auch Flussröhren. Also das sind praktisch so eine Röhre, die wird halt größer und man kann sich vorstellen, in jeder dieser Röhre ist der gleiche elektrische Fluss drinnen. Okay? Normal auf diese Feldlinien, also das sind die Feldlinien. Hassen die. Zwischen den Feldlinien sind immer die Flussröhren. Ja, und normal auf diese Feldlinien kann man noch einzeichnen Orte, ja, wo das elektrische Feld gleich ist, ja, gleichen Betrag hat. Ja. Und wenn man die so einzeichnen praktisch, dass die immer, dass zwischen zwei Linien der gleiche Unterschied ist, ja, dann müssen wir da noch eine einzeichnen. Dass zwischen zwei Linien der gleiche Unterschied in der Feldstärke ist. Also alle diese gepunkteten Linien hier, da gibt es die gleiche Feldstärke. Und zwischen den gepunkteten Linien ist das Delta der Feldstärke, die Abschwächung der Feldstärke gleich groß. Das geht einmal im Quadrat, gell? Deswegen werden diese Linien nach außen immer weiter auseinander. Ja? Das, die Dinge da würden heißen Potentialflächen. Weil diese Potentialflächen sind praktisch das gleiche elektrische Potenzial hat man dort. Ne? Weil von einer Potentialfläche zur anderen hat man halt eine gewisse Potentialdifferenz, eine gewisse Spannung, ein gewisses elektrisches Feld. Okay? Potentialflächen oder Äquipotential, Potentialflächen. Und Potentialflächen und Feldlinien haben immer einen Winkel von 90 Grad aufeinander. Das ist schön. Ja? Also das wäre praktisch das elektrische Feld einer positiven Punktladung. Ja? Wie schaut jetzt das elektrische Feld einer negativen Punktladung aus? Zeichnen wir das auf. Da haben wir, ja, und diesmal schreiben wir minus Q. Ja? Natürlich schaut das ziemlich gleich aus. Sagen wir, ja? Das schaut ziemlich gleich aus. Wir haben wieder unsere Feldlinien. Nach alle Seiten gleichmäßig verteilt. Dazwischen unsere Flussröhren.
Ja? Nur diesmal geht das elektrische Feld hin zu der Ladung. Ja? Das ist jetzt das minus Q, da geht es hin. Aber die Potenzialflächen sind weiterhin, eigentlich sind sie Kugeln, ja? Aber in der zweidimensionalen Darstellung sind sie eben so konzentrische Kreise. Ja? Das wäre das Feld einer negativen Punktladung. Ja? Das sind auch die Quellen und das sind die Senken. Ja? So ein Feld, ja, welches Quellen und Senken hat, hast du übrigens auch Quellenfeld. Ja? Also das ist ein Quellenfeld, elektrisches Feld ist ein Quellenfeld. Gibt es eine dezidierte Quelle und eine dezidierte Senke, passt. Ja? Was ist jetzt, wenn ich zwei so Ladungen, eine positive und eine negative, nebeneinander hinbau? Ja? Also hier habe ich plus Q, hier habe ich minus Q. Ja? Wie schaut denn das aus? Wie schaut denn das aus? Ja? Beide machen ihr eigenes Feld. Und in Überlagerung muss man es überlegen. Okay? Nehmen wir zum Beispiel hier einen Punkt einfach her. Ja? Dann ist das Feld dieses Q, ja, wäre praktisch da in die Richtung, so irgendwie. Ja? Okay? Das Feld dieses Q, ja? Ja, machen wir das mit dem grauen Stift wieder, diese Punktlat. Das Feld dieses Q zeigt in diese Richtung. Ja? Ist ein bisschen kleiner, weil es ja weiter weg ist, ja, wird das. Und jetzt muss ich die zwei Sachen hier nur vektorell addieren. So. Das heißt, das Gesamtfeld zeigt jetzt praktisch in diese Richtung. Ja? Und das kann ich überall so machen. Das kann ich überall so machen. Und dann komme ich drauf, dass sie das Ganze, da gibt es eine Spiegelachse hier. Ja? Und ausschauen, die Feldlinien schauen nachher so aus, das geht einfach da von dem Plus darüber und dann die nächste sagt so praktisch her. Ja? Also die Anwesenheit der zweiten Ladung verbiegt praktisch diese Linien so, dass das dann halt so ein bisschen hingeht. Ja? So rüber. Ja? Und wenn die zwei Ladungen gleich groß sind, Plus Q und Minus Q, dann gibt es eine Symmetrieachse und das schaut dann nachher so aus. Ja? So irgendwie. Da bilden sich, es sind keine Toren, ja, Torusse. Naja, sind so orbitale Plunzen. Ja, also so aufgeblasene wie irgendwas. Ja. Das ist ja auch dreidimensional, kann man sich das vorstellen. Ja. Und das. So sind die halt. Ja, das verbirgt sich immer so und das wird halt groß. Ja. Bah. Irgendwie so. Ja. Zack. Und da geht es halt, von der Ladung geht es weg. Jetzt in diese Richtung. Ja. Und zu der Ladung geht es hin. Geht es halt doch darüber. Ja. Und wie schaut das aus mit den Potenzialflächen? Und da haben wir natürlich eine Potenzialfläche, das ist Spiegel. Und die Potenzialflächen, habe ich gesagt, die sind immer normal. Ja, die sind halt so irgendwie so eiförmig. Ja. So liegen die Potenzialflächen da drinnen. Dipolfeld heißt das Delta. Ja, was ein elektrischer Dipol ist. Da unten eins. In der Nähe der Ladung schaut es wieder halbwegs normal aus und je weiter ich dazugekomme, desto mehr sind diese Potenzialflächen dann so eiförmig. Aber wichtig, gell?
weiß nicht, ob es mir 100% da und zum Beispiel nicht. Eigentlich müsste ich ja immer 90 Grad zu den Feldlinien ein. Ja? Das ist ein Dipolfeld. Also das da oben haben wir gesagt, Feld einer positiven Ladung. Das war das Feld einer negativen Ladung. Das Teil hier heißt Dipolfeld. Und so kann man sich das praktisch vorstellen, dass sich das gesamte Feld von einer gewissen Ladungsverteilung halt ist praktisch eine Überlagerung von verschiedenen von der Punktladung ausgehend, kann man alles eigentlich sich überlegen, wie das ausschaut. Überlegen wir sich, wie das ausschaut, wenn da eine positive Ladung ist und da eine zweite positive Ladung. Oder überlegen, also wenn wir sie praktisch so machen, da ist eine positive Ladung, da ist eine positive Ladung, da ist eine positive Ladung, da ist eine positive Ladung und überall sind positive Ladungen. Und dann schauen wir sich das an, dass, ich mache halt nur eine, ja, dass wir eine ungerade Anzahl haben, dass es eine mittlere gibt. Da, von der Ladung gibt es hier ein Feld, was in diese Richtung zeigt. Ja. Von der Ladung gibt es ein Feld, was in diese Richtung zeigt. Und von der Ladung gibt es ein gleich starkes Feld, was in diese Richtung zeigt. Das heißt, die Komponenten in diese Richtung, ja, heben sich gegenseitig auf. Aber das wird stärker. Das Feld wird stärker. Ja, und das hilft, das kommt praktisch von allen Ladungen gemeinsam. Da ist noch ein kürzerer Pfeil, da ist noch ein kürzerer Pfeil. Aber die Komponenten in diese Richtung, in die, und jetzt so ist Axialrichtung, ja, heben sich gegenseitig auf. Und das elektrische Feld geht praktisch nur nach außen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Strichladung habe, eine Ladung, wo die Ladung praktisch gleichmäßig an einen Strich verteilt ist, dann gehen die elektrischen Feldlinien gehen einfach so nach außen. Ja? So weg, gerade weg, gerade weg, weil für jeden Teil, wenn es unendlich ausgedehnt ist, ja? Für jeden Teil, irgendwo gibt es irgendwo einen Teil, der praktisch die axialen Dings aufhebt. Gell? Und das geht so weg. Ja? Weg, 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 weg. Wie schauen da die Potentialebenen aus, oder die Potentialflächen? Naja, 90 Grad dazu, so. Ja? Und dann weiter draußen. Und nur weiter draußen. Ja? Das sind so Zylinderflächen rund um den geladenen Draht oder um die Linienladung, rund um die Linienladung, so Zylinderflächen, gell? Sehr symmetrisch. Wenn man von vorn drauf schaut, also von da, wenn das praktisch, schaut es wieder genauso aus, nur sind das halt diesmal richtige Zylinderflächen. Ja? Linienladung. Einfach durch Überlegen, wie mit verschiedenen Punktladungen das ein Linienfeld. Feld einer Linienladung. Okay? Und wie schaut jetzt zum Beispiel das Feld einer Flächenladung aus? Also wenn wir wirklich jetzt sich vorstellen, eine Linie neben der anderen, weil das jetzt nämlich genau das gleiche macht, nur das sind jetzt lauter Linien. Und nicht, also Linien, nicht Punktladungen, dann habe ich in der zweiten Ebene ganz genauso. Und wenn ich jetzt praktisch eine ganze Flächenladung habe, also eine Ladung, so, ja, und die Fläche, die geht halt dann nach allen möglichen Seiten unendlich weiter oder zumindest so weit, dass wir es nicht merken. Ja. Wie schaut dann das Feld aus, das Zugehörige, unter 90 Grad weg? Weg, weg, weg. Von der Fläche nach oben und nach unten, gell? Nach oben und nach unten.
weg, weg, weg. So schaut das Feld aus. Ja? Und die Potenzialfläche, also viele Pfeile muss ich machen. Ja? Und wie schauen die Potenzialflächen aus? Nun, die Potenzialflächen sind praktisch Flächen, die parallel zur Ebene sind. Ja? Nächste, ja, nach oben, nach unten, parallel zur Ebene. Da hat das elektrische Feld die gleiche Intensität. Ja? Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Mit dem Abstand? Wird das Feld, was so gerade nach außen strömt, wird das eigentlich jetzt nur schwächer mit dem Abstand? Nein, wird es gar nicht mehr. Das heißt, die Potenzialflächen, die sind alle gleichmäßig weit auseinander. Plötzlich. Gell? Weil das ist ein sogenanntes homogenes Feld. Ja? Homogenes Feld. Homogenes Feld sind immer überall in die gleiche Richtung, zeigt es. Und jetzt ist hoffentlich auch klar, warum ich die meiste Zeit irgendwie eingezeichnet hatte. Eine Platte, zweite Platte und dazwischen so ein homogenes Feld, weil zwischen zwei Platten ein homogenes Feld entsteht. Ja, weil wenn ich da oben eine negative Platte habe, dann schaut es überhaupt super aus. Ja? Überlegen wir sich das nämlich. Ja? Wenn das, sagen wir, wir haben hier eine positive Platte, die geht immer weiter. Ja? Und hier eine negative Platte. Genau gleich stark geladen. Immer weiter, immer weiter. Ja? Dann hat die negative Platte praktisch ein Feld in diese Richtung. Ja, so. Und in diese Richtung. Ja. Ich schaue jetzt da praktisch die Ebene als projizierend, heißt das. So, sagt es auch. Ja. Diese Richtung, diese Richtung, diese Richtung. Ja. Und die positive Platte hat ein Feld so. Genau das gleiche eigentlich, ja. Nur das Einzige, was die positive Platte hat, ist genau das gleiche Feld. Nur geht es in die andere Richtung. Da geht es in die Richtung und da geht es in die Richtung. Was passiert denn da? Das Feld der positiven Platte hebt das Feld der negativen Platte außerhalb der Platte auf. Das heißt, da außen kein Feld. Kein Feld. Und hier ebenfalls, kein Feld. Und da innen geht es voll zu, weil da haben wir doppelt so starkes Feld an und für sich. Da drin haben wir unser Feld, von der positiven auf die negative Platte. Okay? So ist es. Ja? Das Feld konzentriert sich bei zwei Platten zwischen den Platten. Schön, ne? Gibt es eine Anwendung dazu? Die werden wir noch kennenlernen, wie das ist. Ja? Kondensator ist diese Anwendung. Ja? Also so kann man Felder darstellen und kann sich überlegen, wie schaut ein Feld überhaupt aus. Ja? Ja, das ist jetzt eigentlich ganz logisch. Ja? Gut, das nächste Mal überlegen wir uns, was passiert, wenn ich jetzt in so einen Feldbereich irgendwelche Materialien einbringe. Was passiert denn da? Gell? Weil Materialien, haben wir gesagt, bestehen aus Ladungsträgern und ein Feld, elektrisches Feld, hat noch eine Kräfte auf diese Materialien. Was passiert da? Ja, was passiert denn da? Das werden wir uns das nächste Mal ansehen. Für dieses Mal, danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.